Hallo zusammen und willkommen zu Fuck the Mainstream. Wie ihr gelesen habt, heute geht es um Schrottmagnet von der Noodlebrain Film Crew. Ja, und los geht's nach dem Intro. So. Ja, nach ihrem Erstlingswerk Hitler is Back from the Grave, hier nun der Schrottmagnet von der Noodlebrain Film Crew, hier in der Krach-Edition. Ja. Hier sogar noch ein kleines Zettelchen drauf. Hey Timo, hier nun deine Krach-Edition. Funktioniert nur im Hellen, also nochmals vielen Dank und Prost, Rafiki. Ja, also, wenn ihr das seht, ich habe zu danken, ja, also ich habe ihn, Moment mal, wo haben wir sie denn stehen? Hier, ich habe damals, diese hier, die Psycho Productions Film Festival Nummer 2 Blu-ray, da ist er ja auch drauf, der Schrottmagnet, aber ich muss bei denen jetzt auch noch so kaufen, ja. Die Crew ein bisschen unterstützen, ja, finde ich, ist eine gute Sache. Ja, der hat auf dem Psycho Productions Film Festival, auf dem zweiten Festival, seine Premiere gefeiert und ich habe mir dann angeguckt und ich fand ihn am Anfang, ja, ich muss sagen, nicht so überragend, ja, kann man sagen. Aber jetzt für das Video habe ich mir ein zweites Mal und ein drittes Mal angeguckt und ich muss sagen, er ist richtig, richtig gut, ja. Also, es geht um einen Mann, der eigentlich schon sein Leben satt hat. Also er hat eigentlich keine Lust mehr auf sein Leben. So verstehe ich das, ja. Also er hat keine Lust mehr auf seine Freundin. Ihm stinkt alles. Er wirft seinen Job hin und raucht, säuft und denkt eh schon, dass er irgendwie einen Tumor hat. Und ja, will sich dann eigentlich umbringen, ja. Das ist jetzt mal so grob angerissen, ja. Mehr will ich auch gar nicht darüber erzählen. Aber ich möchte euch hier diese etwas näher bringen. Ja, diese Edition, also was heißt Edition? Also, wir haben hier die Krach-Edition. Die unterscheidet sich von der normalen Edition nur. Also richtig, richtig geil, ja. Anstatt hier ein paar Autogramme drauf zu kritzeln, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut gehört hat, ist hier so ein Soundchip, sagen wir jetzt mal drin. Und richtig, richtig geil. Also ich freue mich da richtig drauf. Ja. Also darüber freue ich mich richtig, ja. Was soll ich, also der Film dauert 13 Minuten, ja, ist auch ein Haufen Extras drauf. Der Ton ist deutsch und deutsch mit englischen Untertiteln. An Extras haben wir drauf die Noodlebrain Brain Film Crew. Was ist das eigentlich? Das wird sogar ins Deutsche übersetzt von Jim Ahl, ist richtig witzig anzusehen. Dann das Nat Wombat Interview,
ist auch noch mit drauf. Dann die Noodle Brain Film Crew am Psycho Film Fest haben wir auch noch was. Und Making of mit dem Möng, so möchte ich es jetzt mal aussprechen. Und der Trailer. Also, bevor ihr den Film euch anschaut, schaut euch den Trailer an. Denn das ist so, ich möchte es mal Vorgeschichte nennen, ja. Da, wo alles noch gut war, richtig gut gemacht, ja. Dann haben wir hier drin noch ein paar Zettelchen, Mode für den Straßenstrich, ja. Und hier hinten, wo man das kaufen kann, das blende ich euch aber hier gerade mal ein, ja. Und da könnt ihr euch mal melden, wenn ihr sowas wollt. Ich halte es nochmal direkt rein. Hier gibt es was für die Mädels. Cappies. Und was für die Jungs. Ja. Richtig, richtig schöne Edition. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also, mir gefällt der Film richtig gut, ja. Am Ende diese Maske. Ihr müsst den Film gesehen haben. Ja, ich möchte da nichts verraten, aber diese Maske sieht meiner Meinung nach schon, also ich möchte jetzt nicht billig sagen, aber es sieht schon, ja, doch, man kann sagen, billig aus. Ja, aber man muss sich auch in den Hinterkopf setzen, es ist ein Underground-Film, das darf nicht professionell aussehen und es sieht witzig aus, ja, und allein deshalb ist das schon wieder genial, ja, da kann man kann drüber lachen und das, denke ich, sollte in einem Underground-Film auch nicht zu kurz kommen, ja. Man soll lachen können, man sollte einen Haufen Blut dabei haben, ja, und im besten Fall sollte sich noch jemand betrinken. Ja, aber ansonsten, ich bin richtig, richtig froh jetzt, diese Scheibe mein eigen nennen zu dürfen, ja, und ich finde das jetzt auch schön. Hier haben wir sie jetzt beide, Nummer 1, Nummer 2, sieht auch richtig gut dann aus hier im Regal. Hier oben das Logo von der Noodle Brain Film Crew. Und finde ich richtig, richtig gut. Ja, ich könnte noch mal ein bisschen lesen, was hier noch draufsteht. Hier ein paar Rezessionen. Nee. Ja, wie nenne ich es? Was andere gesagt haben, mir fällt das Wort nicht ein, wie man es nennt. Es gibt doch noch Hoffnung in der deutschsprachigen Kurzfilmszene, hat Evil Ed gesagt. Dann ein Musterbeispiel moderner Underground-Kultur, hat Jim Aal gesagt, er ist Schauspieler und Trunkenbold. Ja. Und A Nihilistic Trip into Abyss von Rob Zeus, er ist Farmer, Tattooer und Filmmaker. Ja, sollte man kennen, alle drei, ja. Und dann haben wir hier hinten noch bisschen so, nee, nicht Inhalt. Schrottmagnet ist wie das räudige Wildschwein, das dich von hinten in den Arsch fickt und danach in deiner eigenen Kotze blutend krepieren lässt. Ja, so in der Art kann man sich das vorstellen. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden und sag: Meldet euch bei der Noodle Brain Film Crew. Ich blende euch alles ein, wo ihr euch melden könnt. Und holt euch diesen Film. Unterstützt die Jungs und Mädels. Unterstützt den Underground. Und damit würde ich sagen, war's das. Und tschüss, macht's gut, euer Timo.